Als wenn GTA nicht schon für genug Probleme gesorgt hätte. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 fiesesten GTA-Missionen. Für diese Liste schauen wir uns die miesesten, abscheulichsten und dubiosesten Missionen in der Geschichte von Grand Theft Auto an. You should get land or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But you know what, handsome? I got a hunger tonight that can't be sated. Come here! Nummer 10. Deconstruction. Grand Theft Auto, San Andreas. Auch wenn wir das Verhalten der Bauarbeiter nicht unterstützen, geht diese Mission vielleicht doch etwas zu weit. Als Carl von Candy erfährt, dass die Bauarbeiter sie belästigt haben, entscheidet er sich, Dinge in die eigene Hand zu nehmen und sie zu verschrecken und zerstört all ihre Bungalows mit ihrem eigenen Bulldozer. Als der Meister aus seinem Dixie-Klo kommt und das Chaos sieht, geht er einfach zurück ins Dixie. Als Folge nutzt Carl diese Chance und füllt das Klo mit Zement und begräbt ihn demnach lebendig. So viel zum nur Verschrecken. Nummer 9. Flatliner. Grand Theft Auto, Chinatown Wars. GTA hat die ein oder andere Escort-Mission, aber diese hier hat es fast zum Überlaufen gebracht. Hier wird Huang von Zhao Ming beauftragt, einen alten Freund namens Uri zu befreien. Er ist ein Insasse, der gerade wegen einer medizinischen Schwierigkeit außerhalb ist. Man stiehlt also den Krankenwagen und vereint die beiden. Kurz darauf zieht Zhao ein Messer und nimmt Rache an seinem alten Freund. Es schneidet ihm an Ort und Stelle das Herz heraus, was enorm ironisch ist, da er wegen einer Herzstörung überhaupt erst draußen war. Nummer 8. Die Eddie Lowe Begegnungen. Grand Theft Auto 4. You're funny. You're a real Joker. I knew a Joker once. Lovely guy. Vom ersten Moment an, in dem Nico Eddie Lowe begegnet, wird klar, dass es sich bei ihm um einen Psychopathen handelt, mit dem man lieber nicht so viel zu tun haben sollte. Man muss nicht allzu intelligent sein, um zu bemerken, dass wenn er seine Freunde abliefern will, er eigentlich nur Körperteile loswerden möchte. Special friend? I'm just dropping the kids off! Zunächst hilft Nico dem Serienmörder bei seinen Taten. Doch als er ihm ein weiteres Mal begegnet, verabreicht er Eddie seine eigene Medizin und tötet ihn aus Selbstverteidigung. Thank you, Nico. Thank you, friend. I'll see you later, man-eater. Nummer 7. Schweinefleisch. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Is it protection money? It is, isn't it? Tony? Man kennt ja das Sprichwort, dass man seinem Bauchgefühl vertrauen soll. Das hat in GTA aber einen ganz anderen Kontext. Bestimmt könnt ihr es schon erahnen, denn in dieser Mission werden jemandem seine Eingeweide entnommen. Can't we be civilized about this, Tony? Wenn einem im GTA Liberty City Stories noch nicht vorher klar wurde, dass man einen Psychopathen spielt, begreift es hier auch der Letzte. In dieser Mission wird recht eindeutig, dass Tony nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank hat und man fragt sich, ob man ihn tatsächlich weiter kontrollieren will. Er entweidet Giovanni mit einer Axt und noch viel schlimmer als das. Er verarbeitet das Fleisch zu einer Wurst und liefert es dann an Giovannis Geschäft aus. Das ist einfach nur krank. There's loads of meat back here. Mmm, tasty. Okay, I'll take them. Nummer 6. Freundschaftsanfrage. Grand Theft Auto 5. Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? Wir haben sicher alle schon mal Entscheidungen von Mogulen, sozialen Medien wie Facebooks Mark Zuckerberg oder Twitters Jack Dorsey hinterfragt und uns sicher schon mal auf ihren eigenen Plattformen über sie beschwert. Aber etwas, das wir nicht getan haben, ist ein Sprengstoff an ihr Handy anzubringen, sie anzurufen und sie vor laufenden Kameras im Fernsehen explodieren zu lassen. Das ist einfach nur böse. Whoa! No, 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 no.
Wow! Klar, Michael ist sich nicht wirklich darüber bewusst, was er tut, und Lester ist der wahre Psychopath inmitten der verschwörungserfüllten Welt des Internets. Aber als wir Life Invader-Gründer Jane Norris anriefen und sein Kopf explodierte, nun ja, fühlte es sich so an, als wenn die Situation nicht so krass hätte eskalieren müssen. Vielleicht hätte eine kleine Einschüchterung ja genügt. That was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Nummer 5. Have a heart. Grand Theft Auto 4. Ugh, I am not in the mood for this right now! Lass uns ehrlich sein, es gibt eine Menge abstoßender Missionen in GTA 4. Vor allem, wenn Eddie Lowe involviert ist. Aber frisch eingefrorene Körper zu einem Organhändler, Verzeihung, einem Doktor zu bringen, ist doch eventuell etwas heftig. Nico ist das ziemlich egal und auch wir als Spieler härten mit der Zeit ab. Aber als Money und Jay ohne Grund umgebracht wurden, nutzte Nico dies, um einen Witz zu machen. Und wir als Spieler kicherten vermutlich sogar noch. Well, he said he was going to bust the dealer. Es herrscht einfach so ein generelles Gefühl, dass es in Liberty City A. normal ist, Leute zu töten und B. ihre Organe auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Natürlich sind beide dieser Dinge nicht normal. Aber dafür spielen wir GTA doch, oder nicht? Um Dinge zu tun, die in der echten Welt undenkbar wären? The doctor has that stuff. One last thing to bother me. Nummer 4. Der Verräter. Grand Theft Auto, Vice City. I've wasted my life. I know you folks. Stand still and I'll make it quick. Give me the way. Wenn du dich von Brian De Palmas Klassiker Scarface inspirieren lässt, ist ein blutiges Ende erwarten zu müssen nicht unwahrscheinlich. So auch in der berüchtigten Kettensägen-Szene. Als Tommy also damit beauftragt wird, Gonzales in Vice City zu töten, nimmt er kein Messer zu einer Schlägerei, sondern eine Kettensäge zum Blutgericht. Shut that big mouth of yours. He's got a blade. Bis zu diesem Punkt des Spiels haben wir Leute eigentlich immer nur mit Waffen und Explosionen getötet. Also wirkt diese Kettensäge doch etwas übertrieben. Man kann aber nicht abstreiten, dass sie aus einer Masse brutaler Gewalt heraussticht, indem sie noch brutaler ist. Plötzlich werden unsere Kindheitserinnerungen durch Werte und Moral kompliziert. Verdammt seist du erwachsen sein. I got good deals on speakers. Nummer 3. Fall auf Knall. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Great, Don. All I gotta do is dodge 100 wacko Italians. Just head along the Porter Tunnel and you'll find your way in just fine. Alles in dieser Mission lässt sich auf Gier zurückführen. Und auf den Fakt, dass Tony ein Psychopath ist. Aber das haben wir ja schon geklärt. Von einem Milliardär angewiesen, der seinen Besitz ausweiten will, aber die aktuellen Besitzer nicht verkaufen wollen, fährt Tony einen Van gefüllt mit Sprengstoff durch eine U-Bahn-Station unter einem Gebäudekomplex und sprengt alles hoch. Es gab zu 100% einen besseren Weg, als alle Menschen in diesem Gebäudekomplex umzubringen, damit sich ein reicher Kerl noch mehr Gebäude aneignen kann. Noch krasser ist, dass es sich hier um einen ärmeren Teil der Stadt handelt und alles wahrscheinlich auf Miete statt tatsächlichem Besitz basierte. Know what I'm saying? Drive cool. Yeah. It's all good. Nummer 2. Streng nach Vorschrift. Grand Theft Auto 5. Diese Mission braucht wohl keine große Einleitung, denn sie schlug riesige Wellen in den Medien, als GTA 5 damals veröffentlicht wurde. Genau, die Szene, in der Trevor einen armen Kerl schockt, ansticht und weiteres tut, bis er fast stirbt. Aha, no. I think you're making this up. No, no, I'm not, huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Was dies noch krasser macht, ist, dass dies keine Cutscene ist. Der Spieler steuert das Ganze. Ich weiß noch, wie verstört ich damals war, als ich die Story spielte und einfach nur wollte, dass diese Szene endet. Man kann Benzin oder elektrischen Strom nutzen, oder man zieht ihm einfach seine Zähne. Das alles ist einfach nur grausam und definitiv nichts für schwache Nerven. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. Bevor wir fortfahren, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Ich habe gehört, dass der Release von GTA 6 dadurch etwas näher rückt. Nummer 1. Hot Dogs sind Menschen. Grand Theft Auto 2.
Wenn man über böse Taten spricht, gehört eine nichtsahnende Gruppe von Fußgängern gefüllt in einem Bus zu Hotdogs zu verarbeiten ganz sicher auf Nummer 1. Und dennoch ist dies nicht der einzige Eintrag auf dieser Liste, der mit der Verarbeitung von menschlichem Fleisch zu Essen zu tun hat. Was stimmt denn mit euch nicht, Rockstar? Hättet ihr sie nicht irgendetwas anderes machen lassen können? PlayStation war auch kein großer Fan davon und entfernte kurzerhand Busse aus dem Spiel. In der PS1-Version stopft man also Leute aus einer feindlichen Gang in den Hexlein statt ein paar unschuldigen Leuten. Das macht es zwar etwas besser, aber es ist nach wie vor absolut abscheulich. Job complete! Habt ihr diese Mission gespielt? Was war eure Reaktion dazu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.